Es gleicht einem Wunder, als der Opernstar José Carreras im Frühling 1988 die Bühne betritt. Ein Jahr zuvor war er an Leukämie erkrankt, damals ein beinahe sicheres Todesurteil. Der Wendepunkt einer Karriere, die bis dahin nur Triumphe kannte. José sagte mir, dass er sehr krank ist und vielleicht sterben wird. Wir waren alle geschockt, dass José, er war doch noch so jung, Leukämie hat. Und dann kam dieser Einschnitt mit der Leukämie und er hat sich durchgekämpft. Dann kamen die drei Tenöre und es war einfach ein Fest für die ganze Welt. Die Musik gewinnt immer. Die Musik ist das beste Heilmittel. José Carreras ist einer der ersten Menschen, der die Leukämie überlebt. Er schöpft daraus die Kraft, sich ganz neu zu erfinden. Der katalanische Tenor Josep Carreras ist einer der ganz Großen der Opernwelt. Auch wenn er sich inzwischen von wichtigen Bühnen der Welt zurückgezogen hat, ist die Begeisterung über sein Lebenswerk beim Publikum ungebrochen. Schon der kleine Josep macht musikalisch auf sich aufmerksam. Es gibt Videos von ihm als 10-, 13-jähriger Junge, in denen er Tenorarien singt. Man sah schon damals dieses spanische Feuer in ihm. Am 5. Dezember 1946 wird Josep Maria Carreras y Coll in Barcelona geboren. Seinen katalanischen Namen Josep wird er später dem Erfolg opfern und sich José nennen. Die Familie leidet unter dem Franco-Regime der 50er. Der Vater darf seinen Beruf als Lehrer nicht ausüben und arbeitet als Verkehrspolizist. Die Mutter betreibt einen Frisiersalon. Musikalische Vorbildung haben beide nicht. Eines Sonntagsnachmittags ging ich mit meinen Eltern ins Kino. Es wurde der große Caruso mit Mario Lanza gezeigt. Sein Charisma, seine Stimme natürlich, aber auch sein Spiel haben mich unglaublich beeindruckt. Am nächsten Tag habe ich zu Hause all die Melodien, Songs und Arien aus dem Film gesungen. Ich war erst 6 Jahre alt. Sie können sich vorstellen, das war nicht gerade perfekt. Aber das war der erste Schritt. Der gut aussehende Tenor auf der Kinoleinwand beeindruckt den Jungen so sehr, dass er gar nicht mehr aufhören will zu singen. Sie nannten mich Rigoletto. Ich sang ständig La Donna Immobile, in der Umkleide, überall. Ah, Rigoletto. Sie riefen mich Rigoletto. Und dann gingen wir in ein Aufnahmestudio in Barcelona. Ich war 7 Jahre alt und sang ein sehr bekanntes katalanisches Lied. Und natürlich La Donna Immobile. Ich erinnere mich, dass ich nicht das hohe H sang. Schon damals hatte ich so meine Schwierigkeiten mit den hohen Noten. Ich sang es so wie von Verdi komponiert. Die Melodie geht runter. Sehr musikalisch, wie ich finde. Zufällig hört die Direktion des Gran Teatre del Liceu eine Aufnahme des jungen Josep im Radio. Ein Traum wird wahr. Mit 11 Jahren singt Carreras seine erste Opernrolle. Die Gage? 500 Peseten, gerade mal 3 Euro. Für mich war es eine wunderbare Erfahrung, die dadurch gekrönt wurde, dass ich von meinem Vater am Dreikönigstag eine elektrische Eisenbahn geschenkt bekam. Die Aufführungen fanden am 3. und 5. Januar statt. Und als ich dann am Morgen des 6. aufwachte, fand ich diese schöne elektrische Eisenbahn. Im Teatro del Liceu in Barcelona, dem wichtigsten Opernhaus Kataloniens, macht Carreras seine ersten musikalischen Schritte. Dieser Bühne hat er alles zu verdanken. Denn dort entdeckt ihn eine Grande Dame, die selbst aus Barcelona stammt, Montserrat Caballé.
Als sie mich das erste Mal in der Rolle des Flavio sah, eine relativ wichtige Rolle, glaubte sie sofort an mein Talent, an meine Möglichkeiten, an mich, einen erst 22-jährigen Jungen. Montserrat Caballé ist eine international erfolgreiche Operndiva und wird als legitime Nachfolgerin von Maria Callas gehandelt. Dem Charme des jungen Tenors kann sie nicht widerstehen. José Carreras hat das große Glück gehabt, dass er eben in seinen Anfängen dann ganz schnell natürlich von Montserrat Caballé, eine der wichtigsten Multiplikatoren, würden wir heute sagen, oder Influencer, entdeckt worden ist und eben auch gleich sozusagen an ihre Seite gezogen worden ist und sie eben gesagt hat, das ist der Tenor, mit dem ich im Augenblick gerade natürlich auch in Katalonien singen möchte. Und dann hat das natürlich da sehr viel ausgelöst, wenn quasi sozusagen die berühmteste katalonische Sopranistin sich einen jungen Katalonen erwählt, um mit dem im Liceo, was für die Katalonen ja auch wirklich so ein Kulturtempel ist. Das ist ja noch viel anders als ein normales Opernhaus, wie das dort gesehen wird. Und wenn man da Erfolge feiert, dann ist man natürlich da erstmal ein gemachter Mann. Montserrat Caballé und José Carreras, ein katalanisches Traumpaar, ist geboren und erobert die Welt. Die große Diva und ihr junger Held. Montserrat hat sich mir gegenüber immer wie eine Schwester verhalten. Unsere Beziehung war außergewöhnlich. In künstlerischer Hinsicht, also auf der Bühne oder am Aufnahmeraum, und auch, noch wichtiger, in menschlicher Hinsicht, abseits der Bühne. Für mich war er wie ein kleiner Bruder, wie ein Kind. Er wirkte so jung und doch so überzeugend, aber gleichzeitig auch schüchtern. Da gab es diesen kleinen Unfall. Ich habe meinen langen Ohrring verloren. Und er fiel hier hinein. Auf einmal fühle ich seine Hand danach suchen. Ich war irritiert. Da sagte er, hier ist er. Danke. Die Geschichte vom neuen Stern am Opernfirmament beginnt sich herumzusprechen. Als ich am Liceo in Barcelona sang, hörte ich von diesem neuen Tenor aus Katalonien. Ich war so beeindruckt von der Schönheit seiner Stimme, dem Temperament, seiner Kunst, wie sie ein echter Tenor beherrschen sollte. Mit den strahlenden hohen Tönen, dem samtigen Glanz seiner Stimme. Seine Blühzeit, wo der Stimme und Intent übereinstimmt, ist einfach phänomenal. Man hat immer jedes Wort von ihm geglaubt. In Emotionen, aber auch im Aussprache. Die internationale Karriere des jungen Carreras nimmt Fahrt auf. Mailand, New York, London und Wien. An der Wiener Staatsoper findet er eine zweite musikalische Heimat. Sein gutes Aussehen ist nicht von Nachteil. Wenn José Carreras auf dem Programmzettel steht, steigen die Preise auf dem Schwarzmarkt.
Und damals in Wiener Staatsoper, das war alles voll. Überall Leute, Frauen, die ihn so geschaut haben, er war eine Schönheit. Einpacken das Publikum und sagen, hören Sie mich zu. Das kann man nur sagen, wenn man ein Charisma hat und Ausstrahlung. Wie schafft er das? Mit Intelligenz, mit Gefühl und mit großen Cojones. Aber meistens mit einer wunderbaren Technik. Des Tenors ist halt immer sozusagen der strahlende Held, der das hohe C drauf hat, der die Frauen verführt und der sozusagen auf der Sonnenseite des Lebens als Schöngeist dahin tänzelt. Dann ist natürlich so ein schlanker, hübscher José Carreras, der als Superstar nach oben gespült wird mit einer mütterlichen Freundin, die ihn fördert. Das ist natürlich so die klassische Tellerwäschergeschichte der Oper, die man natürlich auch damals ausgeschlachtet hat und der natürlich Fans, vor allem weibliche, gerne nachgehängt haben und die viele ja ihm die Treue gehalten haben bis heute. Dann der ultimative Ritterschlag. Der große Pultstar Herbert von Karajan lädt Carreras nach Salzburg ein. Wenn man die Stimme von Carreras definiert, dann ist sie die wahre Stimme des italienischen Bel Canto. Meine Zusammenarbeit mit Karajan war großartig, außergewöhnlich. Ich habe sehr viel gelernt. Mit ihm zusammenarbeiten zu können, war eine der wichtigsten Stationen in meinem Leben. Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. Karajan bietet dem 30-jährigen Carreras die ganz große Bühne, Schallplattenaufnahmen, das Gefühl, an der Spitze zu stehen. Gerade haben wir die Aufnahme von Don Carlos beendet. Die wird bald erscheinen. Jetzt arbeiten wir an einer Inszenierung von Aida in Salzburg. Das wird eine ganz große Sache. Salzburg cette année qui vient. Immer neue Rollen, immer neue Projekte. Carreras ist gefragt und ergreift die Chancen, die sich ihm bieten. Man hat ja auch gesehen, was dann passiert ist. Herbert von Karajan, der sich natürlich an der Schönheit der Stimme berauscht hat und der ihn sofort quasi in seine Equipe auch mit aufgenommen hat, hat ihn natürlich auch verführt. Carreras hätte sich im Grunde auch einige Rollen versagen müssen. Es gibt ja immer wieder diesen berühmten Satz, singe mit den Zinsen und singe nicht mit dem Kapital deiner Stimme. Und man erlebte doch bei José Carreras in diesen Aufnahmen in den ab Mitte der 70er Jahre, dass es da losging, dass er dann doch auch anfing, mit dem Kapital seiner Stimme zu singen. Man kann sicher nicht behaupten, dass ich nie einen Fehler gemacht habe. Keine Frage, das tun wir alle. Leider. Aber ich glaube, zu 95% habe ich immer die Art von Rollen gesungen, die gerade am besten zu mir passten. Die Stimme von Carreras verändert sich. Sie wird breiter, bekommt eine dunklere Stimmfarbe.
Ideale Voraussetzung für die Rolle des Don José aus Carmen. Ich habe Carmen 1982 das erste Mal gesungen. Seit damals habe ich ihn 250 Mal verkörpert. Es ist gesanglich, von der Musik und auch vom Schauspielerischen her, die schönste Rolle überhaupt. Die Rolle des Don José. Nicht nur für Karajan ist der Spanier die fleischgewordene Verkörperung des Don José. Seine Auftritte gelten bis heute als unübertroffen. Eine Kommilitonin von mir, die wusste, ich liebe Flamenco und Carmen und überhaupt, dann sagte sie, hast du den José Carreras schon gehört? Das ist der Beste. Und ich konnte mich dann nur voll und ganz anschließen. Also José als Don José ist einfach der Traum. Ich liebe seine bernsteinfarbene Stimme. Das ist für mich das Nonplusultra geblieben. Mit José Carreras einmal auf der Bühne stehen dürfte, dann würde ich mir natürlich die Carmen in Sopranfassung wünschen, mit ihm als Don José. Das wär's. Die große weite Welt ruft. 1984 die Anfrage aus New York. José Carreras soll in Leonard Bernsteins West Side Story neben Starsopranistin Kiri Tikanawa die Hauptrolle singen. Es waren diese 70er, 80er Jahre, das war eben wirklich so die heiße Zeit des Jet-Sets, wo eine größer werdende Medienlandschaft eben sozusagen für die Stars der Oper interessiert, vor allem eben an den Plätzen der Schönen und Reichen. Und insofern wollte man da natürlich auch sein. José Carreras! 50. It's the first time. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Es ist nicht nur wegen des Akzents und der Musik schwierig. In einigen Songs, wie zum Beispiel im ersten Stück Something is Coming, sind so viele Wörter in der schnellen Musik unterzubringen. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Song des ganzen Stückes. All the beautiful sounds, right? All the beautiful sounds of the world in a single word. Einen Song wie Maria hat man schon in so vielen Weisen, Tempi und Stimmlagen gehört. Es ist eigentlich Zeit für die originale Orchester- und Klangfassung. Aber mit Carreras als Sänger, da ist doch wieder ein neues Element, sage ich Ihnen. Carreras, I'll never stop saying Carreras. Noch einmal. Maria, 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 Maria. I've just met a girl named Maria. Anfang der 80er Jahre befindet sich der Tenor aus Katalonien auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Geschafft hat er es schon lange. Paris 1987, Filmaufnahmen zu La Bohème. Carreras singt den Rudolfo, als das Schicksal zuschlägt. Bei dem Tenor wird eine tödliche Krankheit diagnostiziert. José sagte mir, dass er in einem Krankenhaus in Paris ist. Dass er sehr krank ist und vielleicht sterben wird.
Ich fühlte mich nicht gut und habe in Paris einen Arzt aufgesucht, der mir Antibiotika verschrieb. Da ich mich aber weiter krank fühlte, habe ich mich vor Ort im amerikanischen Krankenhaus untersuchen lassen. Die Diagnose ist niederschmetternd: Leukämie. Zur damaligen Zeit praktisch ein Todesurteil. Carreras wird nach Seattle ins Fred Hutchinson Cancer Research Center gebracht. Dort arbeitet ein Ärzteteam an einer neuartigen Behandlungsmethode. Es ist seine einzige Chance. Zum ersten Mal hörte ich Ende der 80er von José Carreras, als er aus Barcelona überwiesen wurde, um sich einer Stammzellentransplantation zu unterziehen. So etwas schien bis dato nicht möglich. Und wir hatten die Technologie dafür gerade erst entwickelt. Carreras wurde auf die Intensivstation gebracht. Wegen der Transplantation hatte er einen schlechten Leukozytenwert und dadurch schlimme Schmerzen im Mund. Das ist eine sehr harte Behandlung. Von dem Moment an, in dem Sie diese Diagnose kennen und nach der Zeit, die man braucht, um das zu verdauen, denkt man, okay, die Ärzte haben mir eine minimale Heilungschance eingeräumt. Vom ersten Moment an dachte ich, wenn es eine minimale Chance für die Heilung gibt, werde ich daran festhalten. Und ich werde kämpfen und wenigstens versuchen, die Krankheit zu besiegen. Der erste Behandlungsversuch schlägt fehl. Aber Carreras und das Ärzteteam geben nicht auf. Kraft und Unterstützung holt sich der Künstler auch aus der Musik. Musik war immer eine wunderbare Begleiterin. Jeden Tag habe ich Rachmaninows zweites Klavierkonzert gehört. Warum? Ich weiß es nicht. Aber diese Musik gab mir sehr viel Frieden. Man hat eine Menge Zeit, um über all die Dinge nachzudenken, die einem im Leben widerfahren sind. Wie möchte ich mein Leben in Zukunft gestalten? Man erkennt plötzlich, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind und mehr Platz einnehmen sollten. Da ist vor allem die Familie. Die zwei kleinen Kinder, die er vielleicht nicht mehr aufwachsen sehen wird. Als ich hörte, dass er in Seattle ist, reiste ich zu ihm. Ich sah ihn und ich wusste, er wird überleben und wieder bei uns sein. Placido kam nach Seattle und besuchte mich im Krankenhaus zu einem Zeitpunkt, als ich sehr niedergeschlagen war. Das war sehr liebenswert von ihm und eine große Hilfe. Es gab mir Kraft. Im Februar 1988 wird das Wunder wahr. José Carreras verlässt nach 4 Monaten die Klinik. Er überwindet den Krebs, an den er bereits seine Mutter und seinen Cousin verloren hat. Für die neue Behandlungsmethode erhält das Ärzteteam den Nobelpreis. Ich hatte die Unterstützung meiner Familie. Daran habe ich nie gezweifelt. Sie sind wunderbar. Und ich hatte etwas, mit dem ich nie gerechnet habe. Eine Welle von Zuneigung und Liebe von Menschen aus der ganzen Welt. Ich bin sicher, das war der Grundstein meiner Genesung. Ich wollte all diese Liebe, diese unglaubliche Unterstützung nicht enttäuschen. Das Wichtigste war doch, dass José ins Leben zurückkehrt. Zurück in unsere Welt der Oper. Auch mit Luciano sprach ich einige Male. Ich erinnere mich, dass er sagte, werde bald gesund, sonst habe ich keine Konkurrenz. Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber es gab mir einen Funken Hoffnung. Bei seiner Ankunft am Flughafen in Barcelona warten schon die Fans. Er ist ein Held für Millionen. Ich erinnere mich sehr gut daran, als ich Fedora in Barcelona sang und er in der Loge saß. Natürlich war das Publikum verrückt danach, ihn zu sehen. Ich brachte ihn auf die Bühne und wir verbeugten uns.
Es war ein großer Tag für uns und ein fantastischer Tag für ihn. Zuallererst habe ich um mein Leben gekämpft. Und ich wusste, wenn ich das überlebe, werde ich eines Tages wieder singen. Vor dem Triumphbogen in Barcelona zelebriert Carreras seine Genesung. 100.000 wollen dabei sein, auch die Königin Sophia von Spanien. Erst vor 5 Monaten hat er das Krankenhaus verlassen. Es ist so viel aufregender, so viel berührender, so viel spannender. Es ist eine ganz besondere Nacht für mich. Ich glaube, es ist die wichtigste Nacht meines Lebens. José Carreras singt, wir hören nicht nur einen fantastischen Sänger, aber meistens die Seele von alles, was er singt. Für José Carreras beginnt ein neues Leben, eine zweite Chance. Und er nutzt sie. Neben der Musik ist es vor allem der Fußball, dem José Carreras Leidenschaft gehört. Als eingefleischter Katalane ist er bedingungsloser Fan des FC Barcelona und tritt auch selbst gern gegen den Ball. José Carreras ist ein Symbol unserer Region. Er ist nicht nur ein Sänger und fantastischer Repräsentant unserer Kultur, er ist viel mehr für uns und für den Club. Er ist fantastisch. Seit 1980 ist er Mitglied des FC Barcelona und das mit großer Leidenschaft. Zur Zeit der Franco-Diktatur war es unmöglich, in Spanien über Katalonien zu sprechen, katalanisch zu sprechen, unsere Kultur auszuüben. Das alles war unmöglich. Seien wir ehrlich, und ich sage das ganz ohne Vorbehalte. Katalonien ist vom spanischen Staat oft unterdrückt worden. Und darum meinen wir eigentlich, wenn wir "Es lebe Barça" rufen, "Es lebe Katalonien". Visca el Barça, we are saying visca Catalunya. Für uns ist das hier das größte Theater der Welt. Okay, es ist keine Oper im eigentlichen Sinn, aber manchmal, wenn wir Fußball in unserem Stil, dem Barça-Stil, spielen, dann ist das wie Oper. Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Ein Konzert der Superlative in Rom. Zum ersten Mal treten die drei Tenöre gemeinsam ins Rampenlicht. Am Pult der Dirigent Zubin Metha. Dazu die Tenorgiganten Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras. Carreras war lange krank, kommt wieder, wir begrüßen ihn. Es findet die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Das alles kommt zusammen. Diese drei Tenöre befanden sich damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie waren befreundet und ich hatte schon oft mit ihnen gearbeitet. Meine Kollegen waren vom ersten Moment an sehr glücklich mit der Idee der drei Tenöre. Sie sagten, es wäre doch eine wunderbare Gelegenheit, mir damit zurück auf die große Bühne zu helfen. Das war eine wunderbare Unterstützung von ihnen. Ich war schon immer fasziniert von den dreien, wie unterschiedlich sie klangen. Die Tenorstimme ist unglaublich. Ein Bassbariton wie ich würde so gerne einmal Tenor sein,
Nur einen Tag. Als die drei Tenöre also mit diesem großartigen Live-Konzert kamen, hat man das Konzept zunächst nicht wirklich verstanden. Aber es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. In Carreras Stimme hörte ich etwas, das emotionaler war als bei den beiden anderen. Ich erfuhr, dass er eine Leukämieerkrankung überwunden hatte. Mit dem Singen weiterzumachen, muss eine enorme Anstrengung für ihn gewesen sein. Das braucht sehr viel Entschlossenheit. Dafür bewunderte ich ihn. Es ist großartig, dass wir die Möglichkeit hatten, zusammen auf die Bühne zu gehen und diese Konzerte zu singen. Ich glaube, wir hatten einen großen Einfluss. Und die Zuhörer haben sich vielleicht dank dieser Konzerte mehr für diese Art von Musik und Gesang interessiert. Wir sollten nicht vergessen, dass es noch einen humanitären Aspekt gab. Die gesamten Erlöse des Abends, eine nicht unerhebliche Summe, wurde für wohltätige Zwecke gespendet. Carreras spendete an die Leukämieforschung, Domingo an Kinder in Mexiko, Pavarotti an zwei Vereine in Pesaro und Modena. Unglaubliche 235 Millionen Euro sammelt die José Carreras Leukämie-Stiftung bis heute im Kampf gegen den Krebs. Carreras Wunsch, Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem. Nach einer solchen Erfahrung, wenn man eine so schwere Krankheit überwunden hat, möchte man Menschen helfen, die an der gleichen Krankheit leiden. Deshalb haben wir diese Stiftung gegründet, mit Niederlassungen unter anderem in den USA, Deutschland und der Schweiz. Immer mit der Idee, auch den Patienten etwas Hoffnung zu geben. Some hope as well to the patients. Auf Wiedersehen. Tschüss. Alles Gute. Bye bye. Oh, oh. Es ist herzzerreißend zu sehen, was du für diese vom Schicksal gezeichneten jungen Menschen alles getan hast. Das ist mit nichts zu ersetzen, das ist mit nichts aufzuwiegen und das ist vor allem nicht in Worte zu fassen. Merci. Danke, danke, danke. Merci. Merci. Für die Stunden, Chérie, unser Liebe war schön, so schön, merci. José Carreras initiiert eine jährliche Spendengala im MDR. Zusammen mit Stars wie Udo Jürgens, Elton John, Liza Minnelli und Klaus Meine interpretiert er Songs aus Klassik und Pop und animiert das Publikum, für seine Stiftung zu spenden. Wir waren erstaunt, wie wunderbar, wie großzügig das deutsche Publikum ist. Es ist die 27. Veranstaltung dieses Jahr. 27 Jahre in Folge veranstalten wir diese Gala dank der Großzügigkeit der Deutschen. Auch die drei Tenöre reisen weiter durch die Welt. Sie sind das Musikevent der Superlative. Nie mehr wurde so viel Geld mit klassischer Musik eingespielt und wurden so viele Menschen erreicht. Spreading the news, I am living today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep.
are friendly rivals. Wir sind freundschaftliche Rivalen. Wir haben so viel gemeinsam gesungen und waren dabei nicht nur drei Sänger, sondern drei Freunde. Wir haben so viele Stunden zusammen verbracht, bei der Auswahl der Musik, beim Mittagessen, beim Abendessen, beim Lachen und beim Reisen. Wo wären heute die drei Tenöre, die ich dafür zusammenspannen könnte? Also, ich wüsste sie nicht. Das ist heute nicht mehr vorstellbar, dass die zur Hauptsendezeit vorkamen, dass die Spielfilme gedreht haben, dass da ständig neue Bücher rauskamen, dass irgendwie die Klatschpostillen und bunten Blätter über die berichtet haben in der Fülle. Das ist heute nicht mehr möglich. Bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Konzerte gab es keine Rivalität, keine Eifersucht. Ich war die ganze Zeit dabei. Jeder hat sich die Arien ausgesucht, die er wollte, ohne dass es Streit gab. Es gab ja genug zur Auswahl. Nur bei einem besonders populären spanischen Lied waren sich die Tenöre nicht so recht einig. Als ich 9 Jahre alt war, nannte man mich El Granado, weil ich immer Granada gesungen habe. Als Jugendlicher nahm ich an einem Fernsehwettbewerb teil. Ich sang Granada und gewann. Wahrscheinlich gibt es nur 2 oder 3 Konzerte, in denen ich Granada nicht gesungen habe. Sonst eigentlich immer. Granada. 1990 entscheidet José Carreras das Ringen um Granada für sich. Nachdem ich die Stimme von Carreras entdeckt hatte, suchte ich nach anderen Aufnahmen. Und nicht nur das, ich sammelte alle Details über ihn, über seinen Willen, nach der Leukämie weiterzusingen, diese unbeirrbare Entschlossenheit, das macht ihn mir noch sympathischer. Viele sagen, dass seine Stimme nie mehr die gleiche war, aber es ist zweifellos noch immer eine großartige Stimme. José Carreras scheut auch nach der Ära der drei Tenöre die großen Eventkonzerte nicht. Egal ob mit Sarah Brightman, Gloria Estefan oder Diana Ross in Wien, Carreras spricht ein Massenpublikum an. Wenn ich mit José Carreras Konzerte gab, auf großen Arealen wie bei meinem Festival in North Wales, verkauften sich die Tickets wie von selbst. Wir hatten Platz für maximal 12.000 Leute.
Mit Carreras waren alle Karten weg. José Carreras will aber nicht nur als Sänger von Mega-Events in Erinnerung bleiben. In Bilbao singt er 2014 die Uraufführung der Oper Der Richter, die verlorenen Kinder. Ein Drama um die gestohlenen Kinder der Franco-Diktatur. Die Titelrolle wurde für ihn geschrieben. Da sieht man dann doch wieder auch sozusagen sein Künstlertum, dass er dann gesagt hat, da gibt es doch noch irgendetwas, wo ich vielleicht noch was einbringen kann und wo ich doch noch mal möchte, dass da auch natürlich durch meinen Namen eine Aufmerksamkeit draufkommt, vor allem, weil es natürlich auch eine historische Aufarbeitung der Franco-Zeit war und einer Zeit, die für ihn natürlich auch wichtig war, vor allem für seinen Vater. Also ich könnte mir vorstellen, das hat er vielleicht auch zu 70% für seinen Vater gemacht. Trotz allem hat Carreras auch immer wieder gesundheitliche Probleme. Mit beinahe 75 beschließt er, es ist Zeit für den Abschied von der großen Bühne. Im September 2021 tritt er zum letzten Mal in der Wiener Staatsoper auf. Wir haben das große Glück, dass unser Beruf unsere Berufung ist. Wir müssen respektieren und verstehen, dass wir privilegierte Menschen sind, die diese Tätigkeit ausüben und diese Karriere machen dürfen. Er ist vor allem ein toller Kerl. Er ist und bleibt eine Ikone und ein großer Mensch und Helfer. Und wir lieben ihn. Ich habe ihn schon bewundert, lange bevor ich ihn traf. Es ist großartig, dass er nach seinem Leiden so vielen geholfen hat. Mehr als man zählen kann. Er gehört im Pantheon der Größte aller Größten. Dass man mit sich selbst zufrieden sein kann, dass man weiß, alles getan zu haben, um das wunderbare Talent, das man erhalten hat, zu bewahren, das ist sehr, sehr wichtig. I think this is very, very important.